Morgen. Ich habe hier heute den Linhard Valentin vor mir sitzen, Buchautor unter anderem des Buches, muss man ja sagen, Die Kunst, gelassen zu erziehen. Und ich freue mich ganz herzlich, ihn heute vorstellen zu dürfen. Oder beziehungsweise, Herr Valentin, machen Sie das doch mal selber. Stellen Sie sich doch mal kurz selbst vor und Ihre Arbeit. Ja, hallo, erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich habe, vielleicht um es ganz kurz zu machen, vor jetzt 31 Jahren den Verein mit Kindern Wachsen gegründet. Das war lange bevor ich selbst Vater wurde. Den Namen habe ich mehr gewählt, weil wir eben nicht irgendeine Person in der Mitte haben wollten und dachten, dann wird es leicht fundamentalistisch, sondern so eine innere Haltung. Aber ohne zu wissen, was das eigentlich heißt. Wir haben dann alle möglichen Seminare organisiert. Ich bin mehrere Jahre nach Ungarn gefahren, zu diesem Säuglingsheim, dem sogenannten Lotzi, um an dem Buch Miteinander vertraut werden mitzuarbeiten. Wir waren mit die Ersten, die den Jesper Juhl eingeladen haben. Ich habe eine Gestaltausbildung, Achtsamkeitsmeditation, sodass ich immer gerne sage, besser vorbereitet auf die Vaterschaft konnte man nicht sein. Und als ich dann 8 Jahre später Vater wurde, musste ich schnell feststellen, dass mein Sohn die Bücher nicht gelesen hat. Irgendwie falsch verstanden. Ähnlich in die Situation kam, keine Ahnung zu haben. Das ist vielleicht auch der Hintergrund, warum dieses Thema Achtsamkeit bei uns so in den Mittelpunkt gerückt ist. Und so stellen wir auch immer fest, selbst die Bücher, die uns wirklich ansprechen und wo wir sagen, genau so möchten wir eigentlich mit unseren Kindern umgehen, wenn dann diese Beispiele kommen, was soll ich tun, wenn dies oder jenes ist, ist es doch immer ein bisschen anders als in unserer Situation. Dann geraten werden die versuchen zu denken, also entweder bin ich zu blöd oder eben das Kind kapiert nicht, dass ich doch eigentlich das Beste will. Und das ist ein bisschen der Hintergrund, dass bei uns immer mehr eigentlich weniger, immer mehr in den Vordergrund gekommen ist diese sogenannte Achtsamkeit. Das heißt, dass ich selbst in einem inneren Zustand bin, wo ich möglichst offen bin, mich einstimmen kann auf das Kind, ohne gleich die Ideen, was soll ich denn tun? Also es ist mehr die Frage, wie kann ich sein, dass ich wirklich in Kontakt sein kann und dann tatsächlich mit dem Kind wachsen. Aber das ist auch der Grund, warum das Thema Gelassenheit dann sehr in den Vordergrund gerückt ist, weil wenn wir im Stress sind, dann bekommen wir auch vom Gehirn gesehen einen Tunnelblick, wir können uns nicht mehr in die Lage des Kindes versetzen und verhalten uns auf eine Art und Weise, die eigentlich überhaupt nicht unseren Werten entspricht. Und es das heißt ja auch, in der Achtsamkeit geht es darum, surfen zu lernen. Also die Wellen, die das Leben oder die Kinder uns präsentieren, die Knöpfe, die sie drücken, darauf haben wir wenig Einfluss, aber wir können lernen, unsere emotionalen Wellen zu reiten. Und sozusagen in einem immer wieder oder häufigeren inneren Zustand zu kommen, wo wir wirklich in Kontakt sein können und unser Einfühlungsvermögen, unsere Fähigkeit, wirklich beim Kind zu sein, präsenter zu sein, eher solche Qualitäten zu kultivieren, weil dann ist auch wahrscheinlicher, dass wir in der Situation eine Antwort finden, statt irgendwie automatisch zu reagieren. Und insofern ist unser Ansatz ein eher indirekter. Also sehr, was soll ich tun, wenn dies oder jenes ist, sondern wie kann ich in mir Qualitäten kultivieren, die mich eher in die Verlage setzen, in einer Situation nicht so sehr in Stress zu geraten, sondern mehr mit mir und dem Kind in Verbindung bleiben zu können. Jetzt dürfen wir Sie auf der FeBUB, auf der Familienkonferenz für Elternschaft, Bindung und Beziehung begrüßen in Bochum im November. Und da werden Sie einen Vortrag halten, der den gleichen Titel trägt wie Ihr Buch, ne? Die Kunst, gelassen zu erziehen. Und vielleicht verraten Sie uns mal so ein paar kleine Einblicke, was uns im Vortrag erwarten wird. Also ein bisschen habe ich es ja jetzt schon in meinem Vorspann Ja. angedeutet. Also ein wesentlicher Punkt, glaube ich, der auch für viele eine Erleichterung ist, gerade weil das Thema Schuldgefühle bei Eltern ja und gerade bei denen, die eigentlich das Beste wollen, also die in gewisser Weise schon eine Auswahl sind, dass sie sich überhaupt so stark motiviert fühlen, das Beste für ihr Kind zu tun, dass da gerade auch die Schuldgefühle besonders groß sind, eben wenn wir uns manchmal nicht so verhalten, wie es unseren Werten eigentlich entsprechen würde. Und es kommt ein bisschen da was,
im Vortrag auch zum Gehirn. Also woran liegt das? Wie hat sich unser Gehirn evolutionär entwickelt? Und vor allen Dingen unser Bedrohungssystem, was uns als Menschen das Überleben gesichert hat, aber in solchen Situationen dazu führt, dass wir uns nicht so verhalten, wie wir es gerne würden. Also ich finde, das ist schon mal eine Erleichterung zu merken, es ist nicht, weil ich zu blöd bin oder eine schlechte Mutter, schlechter Vater, sondern weil ich ein menschliches Gehirn habe. Und das andere ist eben, was passiert dann im Stress eigentlich, auch hormonell? Wie kommt das, dass wir dann alles vergessen, was eigentlich unsere Werte sind? Und dann natürlich soll es dabei nicht stehen bleiben, sondern wie können sowas wie diese Praxis der Achtsamkeit oder des Selbstmitgefühls, was gibt es für Möglichkeiten in uns, diese Fähigkeit surfen zu lernen und von diesen Emotionen nicht so mitgerissen zu werden, kultivieren? Das ist also eher was, was nicht direkt in der Stresssituation sofort angewendet werden kann, sondern eher, dass wir grundsätzlich in uns Qualitäten entwickeln können. Und was ich wirklich sensationell finde, was der Daniel Siegel besonders nachgewiesen hat in seinen Forschungen, dass das, was sich in unserem Gehirn entwickelt durch so eine Praxis, dieselben Bereiche sind, die sich bei Kindern natürlicherweise entwickeln, wenn sie eine sichere Eltern-Kind-Bindung haben. Das heißt, selbst wenn wir diese Kindheit nicht hatten, können wir später in unserem Leben Qualitäten entwickeln, die sichtbar sogar das Gehirn verändern in der Richtung, dass man gar nicht mehr unterscheiden kann, ist das jemand, der das schon in der Kindheit mitbekommen hat oder sich später erworben hat. Und indem wir eben eine sichere Bindung zu uns selbst aufbauen in gewisser Weise, dass wir nicht immer so streng sind mit uns. Weil das führt dazu, dass wir noch mehr in Stress geraten, wenn wir uns dann noch innerlich fertig machen für jeden Fehler, den wir tun, sondern und da gibt es eben inzwischen verschiedenste Möglichkeiten, die sich auch sehr bewährt haben für Eltern, auch ohne dass man ewig lang meditieren müsste, sondern dass man, wie man quasi tatsächlich seinen Geist so ausrichten kann immer wieder, dass sich auch unser Gehirn verändert. So dass wir dann eben mit der Zeit auch gelassener werden in den schwierigeren Situationen. Und das ist so im Groben das, worum es denn da geht. Und Also, eben auch, dass wir selbst wieder mehr mit unserer Lebendigkeit auch in Kontakt kommen können, die, weil wir mussten ja viel von uns wegstecken, um zu überleben, sage ich jetzt mal, um uns anzupassen an die Situation, in die wir geboren wurden. Die meisten Eltern, die sich von sowas angesprochen fühlen, sagen ja, wir möchten es auf jeden Fall nicht so machen, wie wir es erlebt haben. ja, Das reicht natürlich nicht aus. Aber von daher können wir da anfangen, auch sozusagen die Teile von uns, die wir wegstecken mussten, um quasi mit der Situation klarzukommen, die können wir sozusagen wiederentdecken und wieder auch insofern integrieren, so dass die Kinder eigentlich auch immer die Punkte, die Knöpfe drücken, die wir sonst wahrscheinlich in unserem Leben wunderbar hätten vermeiden und umschiffen können. Aber an den Kindern kommen wir nicht vorbei. Und die drücken dann und drücken und drücken, bis wir sozusagen anfangen zu sehen, was passiert denn da eigentlich? Und was löst denn dieses Kind in mir aus für Emotionen? Und wenn wir anfangen, mit denen anders umgehen zu können, dann ist tatsächlich so, dass auch wir wieder die Teile von uns integrieren, also manche sprechen ja auch vom inneren Kind oder anderen Sachen, dass das wieder integriert werden kann und wir insofern auch lebendiger werden und noch mehr im Einklang mit uns selbst leben können. wahnsinnig spannend. Also ich hätte jetzt auch schon weiterhören können, aber wir wollen das vielleicht mal dabei belassen, weil den Rest dieser interessanten Informationen gibt es ja dann zum Glück auf dem Vortrag. Jetzt haben Sie ja gerade eigentlich schon gesagt, also letztendlich betrifft das natürlich sicherlich hauptsächlich Eltern. Oder an wen richtet sich sozusagen Ihr Vortrag? Für wen ist der? Wer darf den nicht verpassen? Also im Prinzip richtet sich's an alle, die mit Kindern leben oder arbeiten. Es ist deswegen, habe ich die Eltern in den Vordergrund gesetzt, weil natürlich selbst erfahrene Erzieherinnen, die völlig gelassen Kinder begleiten können durch die schwierigsten Emotionen bei den eigenen Kindern, dann plötzlich merken, oh, jetzt geht es mir genauso wie vorher, dachten, was haben denn diese Eltern eigentlich? Dann merken, weil es uns einfach viel tiefer berührt. Es ist so eine tiefe Liebesbeziehung zu den eigenen Kindern, wie es sonst im Beruflichen wahrscheinlich nicht ist oder vielleicht nur in Ausnahmefällen.
Thema. Natürlich, zunehmend haben Erzieherinnen mega Stress, auch beruflich durch den, und es ist ja überhaupt zu lernen, mit Stress besser umzugehen, kommt allen zugute. Aber ich glaube, dieser emotionale Stress, der sehr unabhängig vom äußeren Druck sogar noch ist, der ist einfach bei Eltern am größten. Okay. Ja, wir wünschen uns natürlich für unsere Konferenz auch nicht ausschließlich Eltern, sondern selbstverständlich auch sehr viel fachliches Personal und haben natürlich die Hoffnung, dass Sie dann mit Ihren Worten eben auch genau die erreichen können. Jetzt danke ich Ihnen an dieser Stelle aber erstmal für Ihre Zeit und für die Vorbereitung auf den Vortrag, auf den wir schon sehr, sehr gespannt sind. Freuen wir uns sehr drauf. Also die FEBUB-Familienkonferenz in Bochum am 18. und 19. November 2017 mit unter anderem Lienhard Valentin und seinem Vortrag Die Kunst, gelassen zu erziehen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne und bis dann. Ich freue mich schon. Wir uns auch. Vielen Dank.